Ja, hallo. Bin schon angekündigt worden. Ich bin die Barbara Böcher vom Verkehrsclub Deutschland, Regionalgruppe Lahn-Dill. Der Verkehrsclub Deutschland setzt sich ein für die Stärkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes, die da sind: Bahn, Fuß, Rad und natürlich Busse und Bahnen. Ach, Bahnen hatte man schon. Ja, darüber hinaus bietet der VCD auch Leistungen an, ähnlich wie der ADAC, nämlich zum Beispiel einen Schutzbrief oder ähnliches. Ich sage das einfach am Anfang mal dazu, weil viele nicht wissen, was der VCD ist, was er will, und wird immer mit dem ADFC verwechselt. Also wir sind nicht speziell nur für die Fahrräder, sondern wir setzen uns globaler ein und vor allen Dingen darum, dass natürlich es mit der Verkehrswende vorangeht. Und deshalb hat der Bundesverband, und ich wurde gebeten, dazu was zu sagen, jetzt ein Bundesmobilitätsgesetz entwickelt, das den gesetzlichen Rahmen für eine klima- und sozialverträgliche Mobilität schaffen soll. Der VCD hat die Vision, dass Mobilität für alle gewährleistet wird. Es gibt die Vision Zero, das heißt, niemand nimmt im Straßenverkehr Schaden. Verkehr ist flächensparsam und effizient. Folgewirkungen auf Gesundheit, Klima und Umwelt sind minimiert. Die Realität ist, Verkehr hinkt dem Klimaschutz meilenweit hinterher. Das Sektorziel für 2030 wird ohne Gegensteuern verfehlt werden. Jährlich sterben mehr als 3000 Menschen im Straßenverkehr, werden fast 400.000 verletzt. Es entstehen immer noch neue Straßen, werden Schienen abgebaut werden. Unzureichende ÖPNV-Anbindung in ländlichen Räumen und Stadtrandgebieten erschweren die Mobilität ohne Auto. Verkehrsgesetze stellen hohe Hürden an die Verkehrswende. Es gibt einen wesentlichen Fehler im System, nämlich, dass die Gesetze, die im Moment unsere Bedingungen prägen, vor allen Dingen hier auch auf der kommunalen Ebene, sind Gesetze, die aus den Jahren 1930 bis in den 70er Jahren entwickelt wurden und ein Ziel hatten, nämlich die autogerechte Stadt. Und das sehen wir ja sehr deutlich an Wetzlar. Ich glaube, es gibt kaum eine autogerechtere Stadt in Mittelhessen wie Wetzlar. Und deswegen muss sich an diesen gesetzlichen Bedingungen etwas ändern. Früher ging es nur darum, die Leichtigkeit des Verkehrs, also der motorisierte Individualverkehr muss fließen, statt Gemeinwohlziele im Fokus. Einzelgesetze stehen nebeneinander. Eine integrierte Verkehrsplanung über alle Verkehrsträger und Mittel hinweg findet nicht statt. Verkehrspolitik erfüllt vorrangig die Bedürfnisse von Autofahrern und nicht die Mobilitätsbedürfnisse von Menschen. Es braucht einen Paradigmenwechsel. Aus Sicht des VCDs ist das Bundesmobilitätsgesetz ein Lösungsansatz. Es setzt den Rahmen für verkehrsträgerübergreifende und integrierte Entwicklung von Verkehr und Mobilität. Es stellt Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt verkehrspolitischer Entscheidungen, gibt Leitziele und Handlungsstrategien für vorhandene verkehrsbezogene Gesetze vor, verpflichtet handelnde Akteure in Bund, Ländern und Kommunen, sich an diesen Zielen zu orientieren, schafft
Es schafft, also das Gesetz schafft oder soll schaffen, den notwendigen Handlungsspielraum für eine sozial gerechte und ökologische Verkehrswende. Die Leitziele des Bundesmobilitätsgesetzes. Der Verkehr wird bis spätestens 2050 klimaneutral. Mobilität wird für alle Menschen gewährleistet, auch für Ältere, Kinder, Mobilitätseingeschränkte sowie Menschen mit geringen Einkommen. Kein Mensch verliert im Verkehr sein Leben. Mobilität wird raum- und sozialverträglich, flächensparsam und effizient. Die vom Verkehr verursachten Belastungen für Umwelt und Gesundheit werden minimiert. Das Gesetz soll die Grundlage schaffen für Verkehrsentwicklungs- und Infrastrukturbedarfsplanung. Die Handlungsziele und Strategien des Mobilitäts und der Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung. Es soll weiter bundesweit Regel- und Mindeststandards sowie Indikatoren entwickeln. Entwicklungsvorgaben für Personen- und Güterverkehr auf der Schiene. Zielgeleitete Entwicklung der Verkehrswege des Bundes. Vorgaben zum integrierten Planungsprozess auf Bundesebene. Periodizität der Planung und Monitoring der Umsetzung. Vorgaben zur integrierten Planung in Ländern und Kommunen. Der VCD hat zu diesem Vorhaben ein Rechtsgutachten eingeholt und einen Regelungsvorschlag erarbeitet. Das Rechtsgutachten hat die verfassungsrechtliche Grundlage geprüft und Hinweise für die Umsetzung gegeben. Es wurde eingearbeitet in die Inhalte eines konkreten Gesetzentwurfs. Es dient als Grundlage für Koalitionsverhandlungen und natürlich soll es in den Wahlkampf eingebracht werden. Und ein erklärtes Ziel ist, dass mindestens zwei Parteien es in ihr Parteiprogramm aufnehmen und dass es auch in einem Koalitionsvertrag sich wiederfindet. Und mit dieser neuen Grundlage erhofft sich der VCD, dass wir alle auch hier auf der kommunalen Ebene eine bessere Möglichkeit haben, die Dinge durchzusetzen, die notwendig sind, um die Verkehrswende voranzubringen. Jeder weiß, wie schwierig es ist, zum Beispiel Tempo 30 umzusetzen in einer Stadt, weil man es heute immer nur noch begrenzt machen darf für einige Straßen, einige Stadtteile. Ein flächendeckendes Umsetzen in der Stadt ist nicht möglich. Jeder weiß, dass es Planungen gibt, einmal für die Schiene, einmal für die Straße. Und oft werden diese Dinge parallel geplant und das eine nimmt dann dem anderen sozusagen die Kunden weg. Das kann nicht der Sinn der Sache sein. Und vielleicht gelingt es ja, mit diesem Gesetz eben eine bessere Grundlage zu schaffen. Wer mehr wissen will, auf der Homepage vom VCD, Verkehrsclub Deutschland, ist mehr zu finden, auch der Gesetzentwurf, und kann sich damit näher noch befassen. Ganz wichtig wäre in dem Zusammenhang, dass natürlich, es wurde eingangs hier in der Rede von Attack angesprochen, dieser Bundesverkehrswegeplan. Es ist ein unsägliches Produkt, in dem es nur darum geht, dass möglichst viele Straßenbauprojekte abgreifen möchten, möglichst auch noch in dem eigenen Wahlkreis. Das heißt also, die Abgeordneten sind da auch sehr stark hinterher, dass bestimmte Dinge realisiert werden wollen. Und oft dauern die Umsetzung dieser Pläne so lange, dass sie auch gar nicht mehr in die Zeit passen. Das beste Beispiel hatten wir hier in der Region mit der A49, die vor vielen, vielen Jahren geplant wurde und heute eigentlich nicht mehr in die Zeit passt und trotzdem umgesetzt wurde.
wegen diesem Bundesverkehrswegeplan. Also auch dieser muss in diesem Zuge weg und verändert werden.